Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die Juni-Version von der Blissy-Box und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe diese Box hier monatlich und stelle sie euch vor und ich bekomme sie zweimal, einmal für mich zum Vorstellen und einmal für euch zum Verlosen. Und alles was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau gerne mal rein. Das ist eine Box, die ursprünglich aus Frankreich kommt und mittlerweile auch in Deutschland verfügbar ist, schon eine ganze Weile. Und ab 16,90 Euro kostet die pro Box und pro Monat. Und was heißt ab? Also die kostet 16,90 Euro pro Box und pro Monat. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade, denn irgendwie verwirrt mich dieses Verpackungsdesign. Aber wir machen weiter. Mit Blissy Claudine könnt ihr nämlich auch ein bisschen was auf die Box sparen. Und ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Wir haben hier immer 5 wundervolle Beauty-Produkte drin, die von bekannten Marken sind, aber auch so von französischen Marken. Also auch so ein bisschen was Spezielleres, was ich sehr, sehr cool finde. Wir haben, ich glaube, in jeder Box auch immer irgendwas mit Make-up mit dabei und auch immer ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ja, das ist doch mal hübsch, wie das hier aussieht, oder? Jetzt mal ohne Flak. Ich finde sie als Geschenkbox wunderschön. Ich finde sie auch so generell, ne, zum Hinstellen ganz süß eigentlich. Und also ein wunderschöner Blumenstrauß ist hier drauf abgebildet. Und da bin ich mal gespannt, was uns im Juni hier drinnen erwartet. I Can Buy Myself Flowers. Das ist ein Lied, was ich hier ständig auch einfach so singe, liebe ich. Und da kann man dann so ein bisschen auch sich so ein paar Einführungsworte durchlesen, wenn man möchte. Und dann ist hier auch was zu dem Serum, was man sich aussuchen konnte, beschrieben. Denn man konnte zwischen 2 Serien wählen. Und im Sommer gibt es eine Doppelbox. Da hast du nicht die 5 Produkte in einer Box, sondern du hast für Juli und August eine Box zusammen. Du zahlst halt den doppelten Preis, bekommst die doppelten Produkte. Das ist in Frankreich so, dass die halt quasi, ich glaube, im August oder so komplett alle irgendwie ihre Schotten schließen. Und alle haben Ferien und Urlaub und so. Und deswegen ist es halt hier bei der Box auch der Fall. Und da hast du dann entsprechend 10 Sommer-Essentials in einem Überraschungsaccessoire. Sehr wahrscheinlich wird es eine Tasche sein. Das war die letzten Jahre immer so. Und die kommt dann im Juli. Und dann haben wir ein bisschen Zeit, um die Produkte aufzubrauchen. Dann kriegen wir im September wieder die reguläre Geschichte. Ja, finde ich ganz süß. Sammy kommt hier gerade an und möchte geschmust werden. Du bist mir ein Schmusebär. Ach so. Jemand hat wahrscheinlich gerochen, dass Frauchen hier Leckerlis auf dem Tisch liegen hatten. Ich habe ihm eben nämlich schon eins gegeben. Und wenn er auf sich aufmerksam machen möchte, ist es bei ihm ja so, dass er dann niest. Sehr süß. Okay, also wir starten jetzt erstmal mit den Produkten, die ich in beiden Boxen auch gesehen habe, die dann auch sehr wahrscheinlich alle haben werden. Das finde ich so, so geil. Das ist von Mud Maske, dieses Eiserum. Und das ist, glaube ich, das, was du abwaschen kannst, oder? Oder? Oh, nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre das. Nee, da habe ich mich vertan. Ich dachte, das wäre diese Augenmaske, weil die hätte ich jetzt natürlich extrem hart gefeiert. Das hier ist ein Augenserum. Kannst du dir drauf machen, zum Beispiel auch unter deiner regulären Augencreme, ne, wenn du möchtest. Weil das hier wäre mir persönlich nicht ganz so reichhaltig genug. Du hast ja aber so viel drin. Mit 30 Millilitern ist es ganz schön viel. Ich feiere das. Ich finde Mud Maske als Marke auch echt cool, ne? Also habe heute noch von denen eine Maske aufgebraucht. Dann habe ich von Brave New Hair Shine Mask Concentrate Instantly Shine and Nourished Hair. Das ist eine Haarmaske mit Kokosnussöl und Fruchtextrakten. Für alle Haartypen geeignet. Mit 50 Millilitern ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Und das sieht auch schön sommerlich aus. Ich rieche jetzt leider nicht hier den Duft, ne? Das wäre ja cool, wenn ich das riechen könnte. Aber ich glaube... Nee, doch. Oh, guck mal. Oh. Das riecht auch wirklich angenehm. Ich mag ja sonst nicht so gerne Kokosnussöl, aber das rieche ich hier so nicht raus oder Kokosnuss generell. Dann haben alle hier mit drin und Leute, da lohnt sich die Box auch schon mal direkt, von MAC den Powder Kiss Lipstick in der Farbe 316 Devoted to Chili. Das ist dieser hier und das sieht doch mal nach einer super tragbaren, wunderschönen Farbe aus, oder? Finde ich großartig und das ist ein matter Lippenstift, den man einfach auch perfekt generell tragen kann. Gut, ich habe jetzt heute was Glossiges drauf, aber farbtechnisch, ne, ist der hier ein bisschen wärmer, aber auch wunderschön. Und wenn alle den halt so mit drin haben, ich glaube, das feiert man doch, oder? Weil so ein Ding kostet 26 Euro, die Box kostet 16,90 Euro. Mit Rabatt Blissy Claudine kriegst du die halt auch nochmal, ich glaube, 5 Euro günstiger. Ne? Da hast du ein Mackie für sehr, sehr günstig Geld bekommen. Dann haben alle auch drin von Pi das The Impossible Glow Bronzing Drops Produkt. Das ist so ein Produkt mit 10 Millilitern. Das ist ja auch damals extrem, ja, als es das Wort viral noch nicht gab, ist das Produkt viral gegangen. Ich muss es echt nochmal ausprobieren. Ich habe das ja damals auch als Highlighter verwendet, aber
So wie ich das jetzt mittlerweile verstanden habe, ist es auch so ein Produkt, was man als quasi Glowy Liquid Bronzer verwenden könnte oder als Bronzer Base. Dass man sich das halt wirklich hier so aufträgt und dann puderst du dich ab und so und machst dann halt quasi deinen matten Puderbronzer auch noch drüber und dann soll das halt wunderschön sommerlich aussehen. Ja, vielleicht kommt es in meinen Fullface Beauty Boxen. Das wäre doch auf jeden Fall mal eine Idee, ne? Das ist so ein Format, was ich immer wieder filme, weil ich sammle ja aus den ganzen Beauty Boxen die Produkte und die Schminkprodukte, die mich halt mega interessieren, nehme ich dann auch gerne damit rein und zeige euch die Produkte in Anwendung. Und jetzt kommen wir zu zwei Sachen, wo ich gesehen habe, dass da unterschiedliche Sachen in der Box mit drin sind. Deswegen schnappe ich mir einmal ganz frech eure Verlosungsbox, denn das mache ich gerne mal, dass ich vorab mal so reinlinse, ne, falls ich dann sehe, dass da Unterschiede drin sind. Wir haben nämlich hier zwei unterschiedliche Ringe drin enthalten. In eurer Verlosungsbox lasse ich den hier drin von Jadaya, den habe ich schon. Und da wurde ich damals auch mal super viel, oder ich hatte den schon, ich wurde damals auch super viel danach gefragt, ob ich den nicht vielleicht abgeben möchte oder so. Aber dann hatte ich den schon verlost. Das ist dieser hier. Und genau, das ist auch ein sehr, 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 sehr schöner Ring. Das muss ich wirklich sagen. Für mich persönlich ist es ein bisschen umständlich, ihn zu tragen, weil meine Haare sich daran immer verfangen werden, wenn ich mir mit den Händen in die Haare gehe. Und der ist halt größenverstellbar, was ich bei Ringen immer super finde, gerade wenn sie ja auch in so Boxen drin sind, ne? Apropos Ring, ich weiß gar nicht, ob ein Ring in der Splendist-Edition drin ist, aber die Splendist-Sommer-Edition ist jetzt auch online. Schaut da gerne auch gerne bei mir in der Infobox vorbei, da habe ich euch den Link dazu reingesetzt. Und in der Box, die ich behalten werde, ist dieser Ring hier drin enthalten. Und ich glaube auch, dass ich dann quasi diesen hier, den ich hier trage, damit ersetzen werde. Denn den trage ich schon ein paar Jährchen und der löst sich, glaube ich, so langsam mal auf. Also, ja. genau, also ich finde den sehr hübsch und ich meine auch, dass wir den mal auch in einer Box von Blissy mit drin hatten. Wenn ich mich nicht irre, der kommt mir einfach bekannt vor. Oder der war irgendwie mal in einem Adventskalender drin oder der war in einer Splendid-Edition drin. French Fine Jewelry ist es nämlich und ja, Whoopsie Daisy. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Und der ist schön schwer, dann nehme ich mal den, den ich hier dran habe, ab. Weil den könnte ich ja theoretisch auch Größen verstellen und dann auch ummachen. Ich finde es nämlich irgendwie cool, dass der halt auch so ein bisschen absteht, ne? So schaut der aus. Ich muss mal in mich gehen, ob ich das ersetzen möchte. Ich weiß noch nicht. Okay, und dann gab es hier noch ein Serum, das konnte man wählen. Da konnte man zwischen dem Vitamin C Serum, was bei euch dann mit drin ist, ne? Also dieses hier habe ich bei euch dann drin gelassen, wählen. Und dem Hydration Serum, was ich bei mir jetzt in der Box drin habe, das ist von Endro Cosmetics, das Serum Moisturizing Serum für 48 Stunden Feuchtigkeit mit 1% Hyaluronsäure und Gurkenextrakt. Ja, sowas kann man immer auch sehr schön kombinieren, ne, wenn man halt auch zum Beispiel, also du könntest theoretisch, hier ist ein Faden dran, das Vitamin C Serum und auch das, hat das Glow mit drin? Nee, also man könnte das Vitamin C Serum und das Hyaluronsäure-Serum auch sehr schön kombinieren für morgens oder Hyaluronsäure mit Niacinamiden kombinieren. Sowas finde ich immer sehr praktisch und das mache ich auch. Aktuell verwende ich auch Hyaluronsäure mit Vitamin C in Kombi und das ist die Box gewesen, Leute. Ne? Also ich sag mal so, wir haben eine Box, für die wir 16,90 Euro bezahlen und wir haben hier MAC, Mood Maski, einen Ring und wirklich auch brauchbare Produkte für Gesicht, Haare, Körper haben wir jetzt diesmal, glaube ich, nicht mit drin. Nee. Aber ne, eine ganz coole Nummer. Ich finde immer die Blissy-Box sehr, 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 sehr sinnvoll gestaltet. Da sind Sachen drin, die man einfach brauchen kann. Und wie gesagt, wenn du Bock auf die Box hast, ist der Link dazu in der Infobox. Und mit Blissy-Claudine kannst du dann noch mal ein bisschen was sparen. Ihr Lieben, was haltet ihr von der Box? Was findet ihr jetzt so, ne? Also wie habt ihr jetzt die Juni-Variante empfunden? Für mich persönlich ein absolutes Highlight, gerade durch den MAC-Lippenstift, den dann ja auch sehr offensichtlich alle mit drin haben werden, ist das definitiv ein krasses Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.